Haben Sie schon mal ein gefälschtes Kunstwerk gesehen? Wahrscheinlich schon, nur wussten Sie es nicht. Denn schätzungsweise 30-40% aller Bilder auf dem Kunstmarkt sind Fälschungen. Und wirklich jeder kann dabei reinfallen, egal ob bei Online-Auktionen im Internet oder bei großen Auktionshäusern wie Christie's oder Sotheby's. Denn Kunst zu fälschen ist ein wirklich lukratives Geschäft. Damit kann man Millionen machen. Wir wollten wissen, wie man Kunstfälschungen entlarven kann und haben deshalb die Kunstfahnder des LKA München begleitet. Der Fall, den wir Ihnen jetzt zeigen, könnte sich dabei tatsächlich so abgespielt haben. Unsere Fahnder haben zunächst auf das Wissen von Kunstexperten und Kunsthistorikern gesetzt. Wenn Fälschungen schlecht gemacht sind, was häufig der Fall ist, werden sie dabei entlarvt worden. Wenn Fälschungen aber gut gemacht sind, dann ist das anders. Pablo Picasso wurden zum Beispiel Bilder vorgelegt, die er für seine eigenen hielt. Dabei waren es Fälschungen. Die subjektive Beurteilung von Experten ist also nicht immer richtig. Unbestechlich hingegen müssen doch da eigentlich die Methoden der Wissenschaft sein. Die können zum Beispiel auch das Alter eines Bildes entlarven. Bei Petrarchi hat die Wissenschaft den endgültigen Beweis erbracht. Doch was ist, wenn alle Materialien, die verwendet werden, passen? Alter Rahmen, echte Leinwand, Originalfarben. Kann man da trotzdem noch eine Fälschung erkennen? Noch ist unser Fall nicht gelöst. Die Wissenschaftler haben also den falschen Campen Donk und die anderen Künstler entlarvt. Doch damit ist die Arbeit der Kunstfahnder in München noch lange nicht zu Ende. Sie müssen beweisen, dass diese gefälschten Bilder mit betrügerischer Absicht verkauft wurden. Und sie müssen versuchen, diese für immer vom Markt zu nehmen. Denn manchmal tauchen die gefälschten Bilder wieder auf und legen den nächsten Kunstfreund oder Geldanleger aufs Kreuz. Wir haben einen Mann besucht, der einer solchen Fälschung auf dem Leim gegangen ist. Vor bösen Überraschungen ist also niemand gefeit. Ich finde, wichtig ist doch, dass man Freude hat mit dem Bild, der Plastik oder dem Foto, sogar wenn sie gefälscht sind. Übrigens, zu den wichtigsten Fälschern gehören unter anderem der Engländer Tom Keating und der Deutsche Edgar Brugalla. Am Ende konnten sie ihre gefälschten Bilder mit eigenen Signaturen versehen auch gut verkaufen. Eine Zeit lang waren die Preise sogar so hoch, dass es sich lohnte, eine Fälschung von Keating oder Mugalla zu fälschen. Verrückte Welt, diese Kunstwelt. Das war's auch schon von uns. Informationen zur Sendung finden Sie auch im Internet auf unserer Homepage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.